Wir sind in den Katakomben der Eisarena und wir sehen hier auf dem Tisch ein besonderes Werk, ein besonderes Stück Stoff, genauer gesagt eine Fahne. Und wenn man mal ein bisschen drauf schaut, das ist eine Fahne mit dem Thema Fischtown Pinguins, gestaltet und designt von Jörn. Steht hier neben mir. Jörn, stell dich mal kurz vor und was hat es mit dieser Fahne auf sich? Ja, hallo. Also ich habe mir gedacht, ich mache das Ding für mich selber und bin dann auf die Idee gekommen, nö, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und wenn wir alle Unterschriften zusammenkriegen, dann könnte man, das hat eventuell jemand Lust, das bei eBay zu ersteigern. Und ja, der Gewinn soll dann an die Jugend gehen. Das ist also eine Fahne der Fischtown Pinguins, da sind Spielernummern drauf und jeder Spieler soll dann hinter seiner Nummer unterschreiben und dann wird das Ganze also versteigert. Eine schöne Fahne, sag mal, wo kriegt man sowas her, wie kann man sowas gestalten? Also das ist eine ganz normale Flagge der Stadt, da habe ich dann handschriftlich der Fischtown Pinguins drauf geschrieben, also ist alles per Hand gemacht, nichts irgendwie mit Schablonen oder so, das sieht man glaube ich auch an einigen Stellen, aber im Grunde ist das eine ganz handelsübliche Fahne, die ich mir vom Schneider habe ein bisschen umändern lassen, damit hier oben, ich vielleicht kann Henning das nochmal zeigen, guck mal hier, so eine Ösen und so eine Benzel zum Dranmachen. Für denjenigen, der noch nicht weiß, wo er das hinhängen möchte, habe ich einfach mal beide Möglichkeiten angebracht. Ja, und dann mal gucken, vielleicht hat ja jemand Interesse, das zu ersteigern. Und liebe Fernsehzuschauer, liebe Zuschauer vom Pinguins TV, ihr seht, es sind noch keine Namen drauf, nur Nummern. Das wird sich jetzt ändern. Wir haben hier drei Probanden neben uns stehen, die gleich mal ihren Namenszug neben die Nummer setzen werden. Können wir gleich ein kleines Ratespiel machen, die brauchen wir nicht. Philipp Gunkel zum Beispiel ist bei uns. Philipp, einmal startest du bitte hinter die Nummer. Beziehungsweise vor die Nummer 39. Dann kommt jetzt Sergej Stas. Suchen wir die Nummer und der Namenszug dahinter. Und dann haben wir zu guter Letzt Sam Verelst, den ersten Belgier im Trikot der Fischtown Pinguins. Philipp, würdest du so eine Fahne hinhängen in dein Wohnzimmer? Natürlich. In mein Fischtown-Wohnzimmer auf alle Fälle. Hast du ein richtiges Fischtown-Wohnzimmer? Ja, nee, aber ich sag mal so von der Lokalität her. Ansonsten, wie läuft's für dich bei den Pinguins? Bist du zufrieden aktuell? Na, im Moment sind wir nicht so zufrieden. Also ich glaube, das ist offensichtlich. Und aber wir arbeiten dran auf alle Fälle. Okay. So, einmal kurz hier noch die Runde. Sam, wie geht's bei den Pinguins? Bist du momentan der Aufsteiger Nummer 1? Wirst immer wieder mal gelobt? Ja, also momentan müssen wir erstmal gewinnen. Das ist, glaube ich, erstmal sehr wichtig. Am besten gegen Hannover. Ja, genau. Am Sonntag werden wir es machen. Und Sergej brennt auf seinen Einsatz endlich mal wieder. Hoffst du darauf, dass ein Ausländer krank ausfällt? Ich hoffe mal eher, dass mein Pass schneller fertig ist und dass ich dann schneller spielen kann. Wie sieht es denn aus aktuell mit den Passformalitäten? Ja, alles in Ordnung. Wird gearbeitet dran. Dauert halt noch. Du warst über Weihnachten in Weißrussland, bist zurückgekommen mit den Papieren. Woran liegt das denn jetzt noch? Was muss genau gemacht werden? Ja, die Botschaft hat Papiere zurückgeschickt. Das wird jetzt alles nochmal kontrolliert und das ganze Prozess durchgegangen. Ja, jetzt muss ich warten. Das wird. Wir drücken die Daumen, dass das bald möglichst schnell über die Bühne geht. Jörn, du bist auch zufrieden, glaube ich. Die ersten Unterschriften hast du. Kannst du dir auch mal vorstellen oder was meinst du, was kannst du damit erlösen mit dieser Fahne? Wie viel Geld? Also wir haben uns jetzt vorgenommen, weil also das Materialwert sind ja schon 30 Euro und wir haben uns vorgenommen, wenn dann alle Unterschriften drauf sind, dass wir das mit 50 Euro Startgebot reinsetzen. Was das erzielen wird, vermag ich jetzt nicht abzuschätzen, das kann ich nicht so genau sagen. Ich hoffe möglichst viel, weil es geht ja wie gesagt an die Jugend. Okay, also sobald alle Namen drauf sind von allen Spielern, könnt ihr diese Fahne ersteigern via eBay. Wie das Ganze dann funktioniert, wird vorgestellt auf der Homepage der Fischtown Pinguins. Bis dahin sammeln wir noch ein paar Unterschriften. Euch Spielern alles Gute, trainiert ordentlich und dann feiern wir am Sonntag den nächsten Sieg. Und Jörn, vielen Dank für diese tolle Aktion.